So, die Höhle war noch leer bis hier. Also das haben die sich anscheinend gemerkt. So, der Handlanger hat eine bessere Rüstung dabei. Er hat ein Schild vor allem. Und wir machen bei weitem mehr Schaden als das letzte Mal. Oh, und wir können auch noch mal ein Level aufmachen. Das bringt ja vielleicht auch noch mal was. Gesundheit nehmen wir dazu. Und wir können Feuergeist beschwören. Das haben wir letztes Mal auch nicht gehabt. So, können wir hier schon weitermachen. Das sind 80. Den werde ich mir den wahrscheinlich aufheben, den Punkt. Das braucht 70, ja. 100, ja, da kommen wir noch nicht hin. Dann heben wir uns den auf. So. Gift drauf. Weiß noch nicht. Oh, für das hier. Dann zaubern wir das nämlich und dann machen wir einen Feuergeist und dann kassiert er richtig. So, zack. Was ist das denn? Ah, nicht. Oh, stimmt, wir haben ja. Machen ja selber auch Feuerschaden. So. Weiß noch gar nicht, wie viel wir jetzt aushalten von den seinen Zaubern. Und zack. Sollen wir. Wo sind die? Komm mal rum. Mist. Habe ich den gerade getroffen? Ingwildgeist, ich. Das sieht bald so aus, als ob sie mehr aushält als der Zauberer. Nee, ne? Da treffen wir bloß den. Und Arondel hat sich zurückgezogen. So, das nehmen wir mal mit. Oh, das klappt ja gut. Da hatten wir davor so eine Probleme. Und jetzt geht es hier so leicht. Ne, genug. Hier ist genug, ey. Haha, war das einfach. Also so kann es gehen, wenn man denn doch noch weiter skillt. Ja, jetzt müssen wir nur wissen, wo der ist. Hier, ne? Jetzt haben wir das sogar abgeschlossen. Den Schlüssel nehmen wir mit. Tollkirsche auch. Totenschwere Robe brauchen wir nicht. Ja. Oh. Weiß gar nicht, ob wir. Oh, das nehmen wir einfach auch mit. Ob wir das schon können? Vom Verzauberten her. Da geht's auch noch weiter. Was hier passiert? Gar nichts. Wir nehmen auch die Seelenstein. Oh, hier ist ein. Ja, ein Buch. Zack, Veränderung verbessert. Was ist das? Ektoplasma, ja. Wegen den Geistern, ne? Der hat die bestimmt beschworen. Da ist noch eine Tür, wo es irgendwo hingeht. Meine Herren, war das jetzt einfach. Trotzdem mal speichern. Das hätte ich ja nicht gedacht. Zwar mit gerechnet, dass es leichter wird, aber nicht so viel. So, da geht's. Geht's irgendwo hin? Ah ja. Aktivieren, zack. Wieder ging was auf. Kann man irgendwas Tolles sehen? Da ist jemand tot. Hoch. Das ist bestimmt jetzt der echte Arondel, ne? Oh. Da hat er hier ganz schlimme Experimente gemacht und die Seelen von denen irgendwie in. Oh, hier ist eine Tür. Ach, da passt bestimmt sein Schlüssel rein. Die Seelen von denen in diese Geister verwandelt. Okay, hier ist nichts weiter. Da geht es. Ja. Da geht's nach oben. Ach, nee, dann holen wir erstmal das Buch von ihm. Da weiß man, wo man da denn rauskommt. So, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass hier noch irgendwo mal ein Geist war, der einmal mit dazugekommen ist. Da liegt da. Als ob. So. Jawohl, hier ist das Buch. Oh, hier, die hat ja noch einen Stein gehabt. Nehmen wir mit. Arondels Tagebuch. Nehmen. Wunderbar. Die brauchen wir nicht. Nee, nee, nee. Müssen wir vielleicht mal Licht anmachen. Ja, wer weiß, was man noch alles so findet. Aha. 1300, ja, wieso nicht? Das brauchen wir nicht. Kleiner Seelenstein nehmen wir auch mit.
So, mehr ist hier nicht. Dann gehen wir jetzt da hoch. Und dann können wir das ganze Zeug meiner Gilde abgeben. Und dann sagen die bestimmt, ich bin super toll. Das war falsch. Dann sind alle zufrieden mit mir. Ah, jetzt haben wir es abgeschlossen. Hier geht es bestimmt einfach nur wieder raus. Ja. Sieht wohl so aus. So, nicht, dass hier jetzt aber noch mehr Geister kommen. Lehrlingstruhe. Ist natürlich cool, wenn jetzt die Dietriche immer so aussehen. Aber vielleicht geht der auch gar nicht kaputt. Das wäre ja verrückt. Da könnte ich ja jetzt jeder... Doch, den können wir verkaufen. Jede Tür knacken. Ohne Sorge. So, ach hier. Haben wir das vorher gesehen von der anderen Seite, dass hier so eine komische Wand war? Wo sind wir denn hier gelandet? Na, da waren wir anscheinend schon. Ah, doch, bestimmt. Wir sind jetzt... Ach, hier! Ja. So, da geht's weiter raus. Dann gibt's ja vor der Tür hier auch noch einen Stein, den wir nochmal angucken. Wenn ich es schaffe, dann sehen wir uns bei dem. Wenn nicht, dann in der Gilde. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Stein und ein Drache fliegt ja auch noch rum. Bin ich ganz sicher, ob... Ah ja, ist weg. Sehr gut. Das war doch ein bisschen gefährlicher. Oh, oh, Quecksilber sogar. Das ne... Toll. Ist er jetzt schon wieder da? Oder kämpft der blöde Handlanger mit irgendwem? Das wäre ja auch uncool. Wenn der mir das jetzt versaut, das würde ich schon gern mitnehmen. So. Das hier ist ziemlich weit weg. Von allem. Was ist denn das? Oh, ein Ei. Kugelnest, zack. Drosselei. Oh, das war fies von mir. So, was ist das für einer? Der Turmstein. Im Zeichen des Turms steht, hat die Möglichkeit, Schlösser für Experten oder einfachere Schlösser automatisch zu öffnen. Automatisch zu öffnen. Also, falls man nichts anderes mehr hat, kann man das sehr gut nehmen. So, und jetzt würde ich gerne noch das Quecksilber mitnehmen. Aber wir sind nicht mehr im Kampf, gut. Da kommt der Handlanger. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Jawohl. Und dann sehen wir uns gleich in der Gilde. So, jetzt sind wir wieder da und da kommt schon die erste an, die gar nichts sagt. Der will auch nichts von uns. Schade. Nö. Brynjolf, kann der uns was sagen? Tut mir leid, ja. Ich habe wichtige Ja, ja. Wir reden ein andermal. So, mal hier gucken. Dann werden wir auf jeden Fall auch mal die Augen der Farmer los, weil die sind ja auch ziemlich schwer. Ah ja, hier, hallo. Ihr seid also Brynjolf, so. Euer Schützling, was? Gilde, okay. Ich habe die Tagebücher. Hier, guck mal. Gut, ich hatte gehofft, dass ihr daran denken würdet. Hier ist die versprochene Belohnung dafür, dass ihr sie mir gebracht habt. Hab ich von einem Kunden bekommen. Jetzt schon? Oh, des Blitzschlags hinzugefügt, okay. So, mal gucken. Eine solche Feierstimmung habe ich seit Jahren nicht erlebt. Mercer ist tot. Wir haben einen neuen Gildenmeister und es scheint endlich bergauf zu gehen. Ich hoffe nur, dass wir der Gilde zu alten Ja, ja. Verhelfen können. So, das war gut. Hallo, hallo Vex, wir haben was geschafft. Seid ihr fertig oder nicht? Hä? Ich nehme an, jetzt wollt ihr euren Anteil haben? Jawohl. Jawohl, danke. Ich bin bereit für extra Arbeit. Da bin ich sicher. Welchen Auftrag wollt ihr? Habt ihr Einbruchs auf die Arme, machen wir mal. Sicher, sicher. Wir sind okay. Immer auf... Gut, denkt nur an die richtige Reihenfolge. Erst der Auftrag, Gott. Dann betrinken. Jetzt ich nehme die auch immer an, weil man muss... Für noch eine andere Trophäe oder auch für die Gilde generell. Eine Sache, zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines die zum alten Glanz verhelfen. Und ich meine, dass man das schafft, indem man hier Sachen für die macht. Was kann ich, wenn das so weitergeht, verdient ihr euch noch meinen Respekt. Gut, so, das haben wir geschafft. Ich bin bereit für extra Arbeit. Also gut. Schwebt euch etwas Besonderes. Ja, ich mach mal Diebstahl. Es gibt wirklich jede Menge Leute.
Die ihr Wertsachen mit sich herumtragen. Aber ich will keinen Taschendiebstahl machen. Seid ihr bereit für eine kleine Dienstour? Nee. Sucht ihr nach Arbeit? Ja, ich mach mal weiter diese also gut. Bilanzfälschung. Ich hab hier eine persönliche Anfrage von Brit. Endlich jemand mit Mumm. Hier, bitte. Okay. Ja, da wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Achso. In Windhelm, okay. Hier, Auge der Farmer. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene bei den acht. Ihr habt es tatsächlich bekommen. Das ist mehr Gold wert, als manche Diebe in ihrem ganzen Leben gut verdienen. So, die waren ja auch ein bisschen schwerer. 2400 hat es gegeben. So. Jawohl, das haben wir geschafft. Nicht vergessen. Wir sind leider immer noch zu schwer. Die Gilde. Stellt keine bei ihr haben wir das auch schon abgegeben. Was kann denn jetzt dieser Streitkolben? Vielleicht können wir das sogar schon. Kreaturen, Personen. Ah, okay, vielleicht können wir das auch verkaufen. Blitzschlag. Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Ich glaube, das können wir schon verzaubern. Ich hoffe, ihr bringt gute Nachricht. Doch, Blitzverzauberung können wir, glaube ich. Oder ich weiß es aber nicht. Weiß es nicht. Nee, dann müssen wir jetzt erstmal bei ihr diesen. Vielleicht kauft sie ja diesen Stab ab. Hallo. Willkommen in den üblichen Gildenkurs. Ja. Lasst mich mal sehen. Hier, das kann sie auch weiterverkaufen, denn ne? Gibt es noch mehr Geld für die Gilde? Das wiegt 8, das Ding. Verkaufen. Oh, das hat aber viel gebracht. 500 Stab der Eisstacheln. Ja. Ein Zins. Ah, nee, das behalte ich mal. Das kann ich vielleicht entzaubern. Den Rest nicht. Bekleidung, haben wir da irgendwas? Oh ja. Stimmt, das konnten wir nicht entzaubern. Das hatte ich ja schon geguckt. Steigert die Ausdauer. Ah, stimmt, das hatte ich selber verzaubert. Doch, hier kannst du haben, jawohl. Sind wir erstmal wieder leicht genug? Ja. Dann. Habt ihr Probleme? Was ist denn das jetzt für ein Quest aktiviert hier? Verschiedenes? Hä? Weiß man gar nicht. Der Einbruch. In Einsamkeit. Oh. Ist diesmal nicht in einer Stadt? So. Können wir hier noch was machen von den kleinen Sachen? Ich bin mir da nicht sicher. Nee. Mit dem Jahr von... Nee. Da habe ich auch noch gar keinen gefunden von den Feuersalzen. Banditenanführer, Räuberschlucht. Wo sind die? Hier? Nee. Ach komm, wir machen ein ganz normales Quest. Genau. Hinweise. Wo sind die Hinweise? Was? Okay. So, also wie es aussieht, müssen wir jetzt hier irgendwo einbrechen, um da nach Hinweisen zu suchen. So. Wo geht's denn hier hin? Ups. Abglum wollte ich gar nicht haben. Alle der Toten, ach so. Tollkirschen, ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Da haben wir jetzt fast genug. Ah ja. Gucken, ob man die auch einzeln abgeben kann, denn dann sind wir die nämlich schon mal los. Der Kampfgeborenen. Oh, das ist bestimmt nicht erlaubt. Ups, nee, wir machen mal so. Gucken, wir schleichen uns mal da rein einfach. Zack. Zumindest wir sind ja lautlos. Der Handlanger, glaube ich, nicht. Waren wir hier nicht schon mal drin bei denen? Und haben was geklaut? Haben die zufällig was Tolles? Oh. Expertenschloss. Aber der Dietrich geht ja nicht kaputt. Und ist wirklich der Skelettschlüssel. Ich habe das gesehen im Inventar. Ist natürlich ziemlich cool. Zack. So. Hier sind die Informationen. Wissen wir jetzt, wo der ist? Müssen wir das klauen? Anscheinend. So. Liefere den Beweis, ja. Können wir hier was Tolles lesen? Nee. Arvulstein-Beweise. Wer ist das denn? Ja, hier ist sonst keiner. Gut. Das hat ja geklappt. Ganz problemlos.
So, der ist doch bestimmt von den Graumähen der Typ. Huch. Wohnen die auch noch genau gegenüber? Nee, fast. So, da sitzt er. Hallo. Guck mal hier. Gibt es Neuigkeiten? Ich wusste es. Zeig die mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. So, natürlich, lasst mich versuchen, ihn zurückzuholen, ohne Blutvergießen. Nee. Ihr bleibt in einem Versteck, ich werde mich darum kümmern. Ja, wir machen das so. Seid ihr sicher? Ich bezweifle, dass ihr eine Chance gegen die Talmor habt. Ja, aber der oder was? Ich kann sofort einige Männer zusammentrommeln. Viele würden bei der Rettung meines Bruders helfen wollen. Nee, nee. Nee, wir machen das so. Sehr gut. Ich gebe euch eine Chance. Aber wenn ihr es nicht schafft, werde ich es tun. Genau. Finde einen Weg, aus der Gefangenschaft zu befreien. So, mal gucken, wo der ist. Ich glaube, das war ziemlich weit weg und das war ziemlich uncool, ja. Ja, hier. Das ist so weit. Ach, na gut, dann latschen wir jetzt bis dahin. So, auf dem Weg dahin bin ich jetzt, ich guck mal kurz auf die Karte. Hier ist anscheinend noch ein Stein, den wir entdecken können. Gucken, was der bringt. Aber ich glaube erstmal, dass wir sowieso den, den wir jetzt haben, noch so lange behalten, bis wir beim Bogenschießen auf 100 sind. Denn können wir mal gucken. Schlachtrossstein. Wer unter dem Zeichen des Schlachtrosses steht, kann mehr tragen und erhält keine negativen Bewegungseffekte durch Rüstung. Aha. Ja, gut. Kann mehr tragen, ja. Das ist. Das wäre interessant, wenn man Zwergenmetall sammeln geht. Aber so erstmal. Na. Bin ich noch mit meinem zufrieden? So, und dann gehen wir jetzt einfach hier lang bis nach da. So machen wir das. Jetzt machen wir aber erstmal Schluss. Und dann befreien wir den da in der nächsten Folge von Skyrim.